Ludwig, grüß dich. Moin, ich grüße euch alle zusammen. Heute mal wieder einen interessanten Gesprächspartner, den ich schon seit 2017 kenne, den Ludwig Bachmann von ParaLightworks. Und heute geht es einfach nochmal um das Thema, ne? ParaLightworks kennt man, sind die 500.000 Abonnenten jetzt geknackt oder? Es fehlen noch 500 zum Zeitpunkt, wo wir das Video jetzt aufnehmen, also knapp, fast geschafft. Also sollte jetzt bald geschafft sein. Und heute geht es halt im Endeffekt darum, wie auf diesem Kanal schon die vorherigen Videos, es soll darum gehen, wie kann ich im Filmbereich Geld verdienen, ne? Was muss ich machen, die Schritte nach und nach, damit ich zu meinen ersten Einnahmen komme. Und seit wann machst du das, Ludwig? Grüß dich. Hallo erstmal. Also ich muss sagen, meinst du jetzt den beruflichen Part oder den Part, wo es Hobby war? Wo du generell angefangen hast und wann es beruflich wurde. Okay. Also ich würde sagen, so der grobe Anfang war wirklich so Richtung 2009. Das wird auch zum 500.000 Abonnenten-Special dann auch so einen kleinen Rückblick geben, wo man mal so sieht, wie die Anfänge von PLW auch waren. Und da sind Sachen dabei, wo man sich echt fragt, okay, wie konnten wir das eigentlich so machen aus heutiger Sicht? Aber du siehst dann tatsächlich so ein bisschen die Entwicklung und siehst, okay, gut, zum Glück haben wir ein bisschen was dazugelernt ab und an und dann ist es nur noch halb so peinlich. Aber es war beim Durchforsten wirklich eine Sache. Wir mussten uns dann doch ab und zu mal die Bäuche vor Lachen halten, aber es gehört dazu. Also ich würde sagen, 2009 so der Anfang, also wirklich hier mit so einer VHS-Kamera noch so richtig oldschool. Die habe ich auch noch. Ja, das war auch so ein Ding. Zum Reinschieben. Mit so einer Hi8-Kamera, genau. Übelst cool. Und das hat ja damals alles gehabt und hat funktioniert, von Eltern sogar umsonst ausgeliehen. Also danke Papa nochmal an der Stelle. Und ja, dann ging das halt so weiter. Und ich würde sagen, so besser geworden ist es dann 2011, wo dann so die ersten Spiegelreflexkameras so rauskamen, die man sich leisten konnte. So 550D, 600D, kennen ja auch noch einige. Und mit der 600D habe ich dann angefangen, so ja, das so in dem Bereich zu machen, wo man sagt, man schämt sich jetzt nicht mehr ganz so doll dafür. Man war dann richtig stolz schon auf die Sachen, die man auch gemacht hat. Und so hat sich das dann wirklich mit so einer Eigendynamik dann aus, man hat Spaß, man sieht, es wird besser, das gibt dir wieder mehr, ich sag mal, Motivation weiterzumachen und dann wird es ja immer so, ne, treppenmäßig so. Und ich glaube wirklich, dass die Kamera auch an sich mit dann wirklich so einer der auslösenden Punkte war, wo man dann sich entscheiden würde, sonst normalerweise bleibt es jetzt so Hobby und ich mache das so nebenbei und ich, ne, studiere jetzt dann was anderes oder so oder wirklich, ich will das auch machen. Und es war bei mir dann so, wo ich da schon so gemerkt habe, ich habe da richtig Spaß dran, das war noch zu Abi-Zeiten. Und dann ging das auch los, dass man dann auch mal während der Abi-Zeiten noch so von den ersten Bekannten mal so die Möglichkeit hatte, auch in dieses Business einzusteigen. Das heißt, man hat so leicht schon gesehen, okay, man hätte vielleicht das Potenzial, dann auch im geschäftlichen Leben in die Richtung sein Geld zu verdienen. Das heißt, da war mal ein Bekannter auf so einem Mittelaltermarkt mit seinem Stand zum Beispiel. Ne? Dann gehst du hin und sagst, ja, hey, du hast deine Kamera auch mit, weil habe ich ja mal mitgeschleppt, ne, um zu üben, Material zu sammeln, gerade von irgendwelchen Rittersachen, auch cool. Und da hat sich das halt so angeboten, er meint so, hey, kannst du das und das machen? Ich brauche noch ein paar Fotos hier für meine Seite und dies und das. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, kann ich machen. Habe das gemacht und er war dann so zufrieden und hat mir dann quasi in dem Sinne meine ersten, ich weiß nicht, was das waren, 100 Euro vielleicht oder so. Oder damals war das ja viel Geld zum Abi, ne? Kennst du ja noch? Ja, ja. Und ja, da war das so dann, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann also mit der Kamera und dem, was mir Spaß macht, offensichtlich bin ich darin gar nicht so schlecht, sonst würde niemand mir dafür Geld anbieten, auch mein Geld vielleicht später verdienen, wenn ich das dann besser machen würde oder mehr machen würde. Und dann ist es immer so nebenbei erstmal so hobbymäßig geblieben oder auch mal bei so einer Hochzeit von Bekannten habe ich auch mal drauf gehalten. Und es war dann auch so der erste, ja, die erste bezahlte Hochzeit, könnte man so sagen. Ich meine, das war eine Aufwandsentschädigung aus heutiger Sicht so, ne? Aber für damalige Verhältnisse war ja, wenn du mal wirklich, ja, es war halt schon außerhalb dieser Taschengeldreichweite. Und das hat dann wirklich auch bei mir so ein bisschen diesen Entschluss auch noch mehr gefestigt. So, das ist eigentlich der Weg, den ich gern gehen würde. Und dann hatte ich natürlich beim Studium, man weiß ja, wie es ist, Leute sagen, ja, Kunst, brotlose Kunst, ne, machen dir dann so ein bisschen Sorgen. Dann habe ich erstmal ein Studium kurz gemacht für was Normaleres. Und dann habe ich nach einem Semester gesagt, nee, ich habe mit den Jungs, Adrian und so von PLW, einen Film gedreht wieder. Und das waren in den Semesterferien und ich stand da am Feld abends. Wir haben so nach einem Wochenende das ganze Material bekommen. Du warst froh, es hat alles geklappt, du hast alles in der Kamera und kannst dich jetzt zu Hause an den Film ransetzen und hast schon die Vision im Kopf und sagst so, das war für mich, glaube ich, der Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, so, das will ich machen. Ich will nicht in irgendeiner Uni sitzen oder ich will nicht in irgendeinem Büro sitzen und irgendeinen langweiligen Kram machen. Ich möchte meine Vision haben und ich möchte die verfolgen und ich möchte weiter daran arbeiten. Und da habe ich dann gesagt, gut, okay, Weimar Bauhaus-Uni, Studium, Medienkunst, Mediengestaltung, Fokus Film und Videozeug. Und das war dann quasi der Weg, wo ich dann gesagt habe, okay, den gehe ich jetzt und danach Selbstständigkeit. Würdest du sagen, du hast das Studium angesprochen, ist ein Studium Pflicht, um in die Branche zu kommen? Würde es dir helfen oder sagst du, eigentlich war es überflüssig? Ich sehe es so ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube, es kommt auf die Persönlichkeit an, die man hat und die Art und Weise, wie man auch an sich arbeitet.
Ich würde sagen, man kann es heutzutage durch diese ganzen YouTube-Sachen, man hat so viele Möglichkeiten, gratis an Wissen zu kommen und heutzutage, wirklich im Vergleich zu damals, wo wir so angefangen haben, ne, so 12, 13, 14, da waren ja gute Videos, wo jemand was in guter Qualität erklärt, teilweise echt noch rar, da gab es ja so die paar Kanäle so. Und heutzutage ist ja wirklich jeder Kameratest, jedes Ding, was man sieht, hat ja so eine krasse Qualität, was ja fast schon gefühlt auf Netflix laufen könnte. Das heißt, du hast heute den kostenlosen Ozean des Wissens einfach auf deinem Handy drauf. Das heißt, wenn dich was interessiert, musst du nur wissen, okay, wie funktioniert ein Film und dann zu den Teilgebieten recherchieren. Im besten Fall natürlich das Video anschauen, bis du es verstehst. Deine Kamera in die Hand nehmen, das ist auch scheißegal, was du für eine hast. Ob es eine 500-Euro-Kamera ist oder eine 50.000-Euro-Kamera, das ist komplett egal. Du nimmst sie in die Hand, übst, guckst es dir an, schneidest es zusammen, siehst, okay, das ist jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe, noch schlechter. Woran könnte das liegen? Und dann siehst du zum Beispiel, okay, Licht ist beim Beschlechter. Das heißt, dann guckst du dir ein Lichttutorial an, vielleicht holst du dann auch mal für 50 Euro dir irgendeine Softbox oder so, hat ja fast jeder angefangen, oder ein Reflektor einfach nur. Und dann kann man quasi einfach Stück für Stück sich so hocharbeiten und das ganze Wissen selber sammeln. Dann würde ich sagen, wenn man das wirklich konsequent macht und auch dann selber in der Lage ist, selbstständig halt zu lernen, dann ist es definitiv eine gute Sache. Und ansonsten, wenn man so ein bisschen, ich sag mal, Betreuung braucht oder mal so hier und da einen Tipp braucht oder eben auch gerne einen Ansprechpartner in echt haben möchte, was natürlich online immer ein bisschen schwierig wird, dann würde ich definitiv sagen, ist eine Uni nicht schlecht, weil du, wie soll ich das sagen, du hast halt eben Dozenten, die in der Regel ja dann schon mal was erlebt haben oder in dem Bereich auch gearbeitet haben, auch wenn viele eher so Doku-Filme machen und jetzt nicht so szenische Filme, aber die wissen ja trotzdem, wie läuft es an einem Setup, wie läuft eine Organisation und eine Produktion ab von den Schritten. Und dann kannst du kommen, ey, ich mache hier gerade das Filmprojekt, können Sie mir nochmal einen Tipp geben, wie würden Sie das jetzt machen? Oder natürlich auch in Weimar gerade die Uni, die lässt einem auch sehr viel Freiraum. Das heißt, du hast da die Möglichkeit, auch wirklich schon mal dich auf die Selbstständigkeit vorzubereiten, weil da wird oft auch gesagt, ja, mach das jetzt so und so. Aber du hast dann jetzt niemanden, der dich wie in einer normalen Unterrichtsstunde jede Stunde kontrolliert, hast du das jetzt gemacht oder so. Das heißt, du machst ein Filmprojekt und du bist auch ein bisschen dann dabei auf dich gestellt und natürlich auch bist du gezwungen, dann mit anderen Kommilitonen zusammenzuarbeiten, Teams zu bilden, weil wenn jeder natürlich ein Video macht, sagt der eine ja auch, ich filme das bei dir und dafür filmst du bei mir oder ne, so, dass man sich zusammentut. Und das ist ja auch wieder so eine grundlegende Fähigkeit, die man ja beim Filmmachen braucht, Netzwerken. Mhm. Du weißt ja selber, im Set sind ja immer unendlich viele Leute auch unterwegs. Das sind ja nicht nur, keine Ahnung, 5 Leute, die einen Film drehen. Das können ja unter Umständen auch mal 50 Leute sein, die an einem Set sind. Klar, ist schon größer jetzt für unsere Verhältnisse, aber es sind in der Regel ja dann mehr als so 10 Leute. Und die müssen ja erst mal dahin kommen. Und das geht halt über Netzwerken und eben auch die ganzen Sachen, die man bei der Uni so noch mitkriegt, neben Netzwerken. Auch diese Eigenverantwortung, du musst dich um alles kümmern, was auch nicht klappt. Ne? Unis haben natürlich auch die nette Angewohnheit, dass manchmal eine Sekretärin für 300 Schüler zuständig ist oder irgendwelche Dozenten die Noten nicht eintragen. Das sind auch gute Vorbereitungen quasi für die spätere Berufswelt, dass du dann selbstständig sehen musst, okay, da läuft irgendwas nicht, da muss ich jetzt hingehen und ich muss jetzt das machen, damit dieses Problem behoben wird und es wieder läuft. Und das ist eine Sache, die habe ich in Weimar gelernt. In dem Moment habe ich es nicht gut gefunden. Im Nachhinein finde ich es jetzt dann doch als gute Lehrmöglichkeit, die ich dort hatte. Weil wenn du zum Beispiel, kennst du ja auch, du machst ein Projekt für irgendjemanden und dann schreibt man, du musst dich mit den Leuten austauschen, du musst natürlich auch dafür sorgen, dass später auch die Rechnung mal bezahlt wird und dann auch na, das alles machen. Und das ist dann wirklich dann auch schon gutes darauf hinarbeiten. Und natürlich siehst du auch, du hast so einen Technikfundus, was es überhaupt gibt. Wenn du jetzt bei YouTube nur guckst, dann siehst du eine Kamera, ein Stativ, vielleicht eine Lampe. Aber es gibt ja noch so viel mehr Fachgebiete, in die du abtauchen kannst, sei es jetzt bei Ton oder bei Licht. Und da lernst du natürlich an der Uni auch nochmal ganz andere Sachen. Wenn du in einem Projekt bist und du hast einen, der spezialisiert sich nur auf Licht und du arbeitest mit dem zusammen, kann der dir natürlich ganz andere Sachen erzählen, als einer, der jetzt zum Beispiel nur Kamera macht oder nur Ton komponiert, ne? So klar. Und das ist natürlich auch dieses Schöne, du hast halt in den ganzen Gebieten die Experten und wenn man sich dann daraus ein Team zusammenstellt und dann zusammen ein Projekt macht, wo alle Spaß dran haben oder auch an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, das ist wirklich auch ein gutes Gefühl und das ist eine Sache, da würde ich dann jedem schon empfehlen, der es wirklich ernst meint, dann auch ein Studium zum Beispiel eben in Weimar oder einer anderen Universität, wo das angeboten wird, definitiv auch in Betracht zu ziehen. Ich meine, wenn es einem nicht gefällt, kann man es ja immer noch abbrechen, aber in der Regel, wenn man es einmal anfängt, ist man ja dann schon so drinne, gerade wenn man auch sieht, dass die Sachen einem gefallen, dass man ja dann auch durchzieht und sagt, okay, das ist mein Ziel, ich möchte jetzt diesen oder diesen Abschluss haben. Und ja, ich muss auch sagen, damals im Abi haben die auch gesagt, ja, Studium wird noch viel schwieriger. Dreimal darfst du erraten, wo die Noten besser waren, da wo es einem natürlich Spaß macht und man die Freiheit hat, sich so zu entfalten, wie man möchte. Und ja, ich würde sagen, das hat mich dann dahin geprägt und ich habe auch dann wirklich gesehen, parallel mit Paralightworks, ne, wir haben uns ja auch kennengelernt, wo ich noch studiert habe,
und haben da die Filme schon gemacht. Und ja, dadurch hatte ich die Zeit natürlich parallel auch schon für das Business ja dann schon genutzt, auch weil ich ja das auch zum Beruf machen wollte, definitiv, ja. Gut, das heißt einmal Thema Eigenverantwortung, das ist ganz wichtig. Ne? Das ist, man hat dann keinen, der einen irgendwie in den Arsch tritt. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Aber was auch gut ist, womit man dann konfrontiert wird, ist Fehler zu machen. Ja. Und man kann dankbar sein, wenn man möglichst früh viele Fehler macht. Du kennst das bestimmt auch. Du denkst, ich habe jetzt eine Szene, ich drücke auf die Kamera, die fängt an zu filmen. Dabei lief die ganze Zeit und du hast sie ausgedrückt. Das ist jedem schon mal passiert, hundertprozentig. Ja. Und dann denkst du dir so am Ende so, schade, die Szene war so gut, aber... Guter Take, Leute, wir machen den nochmal, weil da war der Ton im Bild. Ja. Keiner hat mitbekommen. Nein, das sind wirklich Sachen, das der ist... Der Ton im Bild. Das hat wirklich jeder schon mal irgendwo erlebt, denke ich mal, gerade an den Anfängen. Oder noch besser, du hast mit einem Aufsteckmikro gefilmt und hast vergessen, das Mikro anzumachen, dass die Tonspur tot ist. Oder so, ja. Ja, das sind alles Sachen, an denen wächst man. Ja, das gehört dazu. Aber auch Netzwerken ist ja, dass teilweise, wenn man anfängt, ist halt bei vielen so, die nicht aus diesem Studium kommen, dieses Konkurrenzdenken. Ne? So dieses, da ist auch jemand, der, sage ich mal, Filme produziert, den muss ich irgendwie ausstechen. Aber ich denke mal, das Sinnvollste ist, mit denen irgendwie sich zu connecten, abzusprechen. Bei Kunden gibt es genügend, ja. Aber einen zweiten Kameramann, auf den du dich verlassen kannst, mit dem du sympathisierst, ist dann halt manchmal wichtig, um überhaupt ein Projekt abschließen zu können. Ja. Gerade mit Leuten, die auf einer Wellenlänge sind oder so, dann das stellt sich ja relativ schnell raus, wenn man schon redet. Es gibt ja klar Leute, die dann vielleicht so arrogant tun und man selber ist jetzt noch nicht an dem Niveau, ne? Und die kommen dann so, ja, was willst du denn jetzt so von mir nach dem Motto, ne? Du, so mit so Anfängern habe ich ja nichts zu tun. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Leute, die dann wirklich sagen, ey, okay, cool, hast du Bock auf ein Projekt, so, ich habe auch Bock, man quatscht drüber. Ich meine, bei uns war es ja auch nicht anders, wenn man so will, ne? Ey, hast du eine Drohne? Ich bräuchte noch einen Drohnenshot, hey, wie sieht es da so aus? Und dann schon kommt eins zum anderen, man steht am Set, man dreht einfach einen Film und ich weiß ja nicht, mittlerweile verstaubt sind die Gesichter, ne? Hat jetzt, keine Ahnung, x Millionen Aufrufe. Über und dann, 10 Millionen. Ja. Also wenn man alle Filme zusammenrechnet. Ja, und die haben alle deine Drohnenshots gesehen. Ich glaube, es ist sogar noch mehr als 10 Millionen. Ich habe es den Tag mal zusammengerechnet. Ich glaube, es waren fast 30 Millionen alle zusammen von den ganzen Teilen. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Also das ist schon dann auch eine Sache, wo man so denkt, ja, dann ist doch besser, wenn man was zusammen macht, kann man doch viel mehr erreichen, ja. Als wenn man die Energie, anstatt auf ein Projekt zu fokussieren, darauf fokussiert, den anderen irgendwie zu nerven oder dem ein Bein zu stellen, bringt doch einfach nichts. Man muss halt Leute finden, mit denen man halt wirklich die Möglichkeit hat, zusammenzuarbeiten, die auch selber das Mindset vielleicht haben und sagen, hey, es könnte uns beiden einen Vorteil bringen, wenn wir das und das so machen. Und entweder man macht es oder man macht es halt nicht. Aber dieses Konkurrenzdenken ist beim Filmbusiness komplett falsch. Ich denke mal, gut, wir sind jetzt hier auch ein bisschen ländlicher gelegen. Wenn du jetzt in Berlin oder Köln bist, wo es halt wahrscheinlich dort ein X-faches an so Leuten gibt wie uns, dort ist es dann vielleicht natürlich ein bisschen anders. Aber ich denke, selbst dort ist es doch eigentlich so, man muss sich die Kunden ja nicht ausstechen. Ich denke mal, da wird jeder seine eigenen Quellen haben und eben auch seine eigenen Qualitätsmerkmale, sodass die Kunden ja auch wiederkommen. Also ja, da gibt es auch mal Leute, die sagen, ja, was ist, wenn ich von irgendwelchen so Dumpingpreisleuten abgezogen werde und die Leute, meine Kunden holen sich dann lieber die anstatt mich. Hast du wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht, wenn du halt von einem Typ für 250 Euro für ein Video halt dann ausgebotet wirst. Dann stimmt ja an der Qualität irgendwas nicht, weil sonst würde der Kunde ja auch sagen, naja gut, ich habe ja deine Qualität gesehen, was der Typ jetzt abliefert, ist jetzt nicht so gut, nehme ich doch lieber das Richtige halt, ja. Also zwei Sachen dazu. Einmal auch wieder nochmal zum Netzwerken. Ich meine, das Thema für Volkswagen, das hätte ich auch nicht allein hinbekommen. Hätte ich Ludwig nicht gehabt, wäre dieser Film nicht entstanden, weil man braucht einen zweiten Kameramann. So, und auch das Thema mit den Preisen, das ist, man kann immer die Preise drücken, aber es gibt auch Leute, die kaufen, sage ich mal, wenn es Geschäftsführer sind, werden die stutzig, wenn auf einmal ein Werbefilm 300 Euro kostet, dann denken die sich, was hole ich mir, da macht der das zum Spaß oder so, da muss man dann gewisse Zahlen aufrufen, dass die einen auch ernst nehmen, ne? Also da sollte mindestens ein Tausender drin sein.
eher, je nachdem, wenn man auch mal ein bisschen vergleicht in der Branche, was Firmen nehmen, die Filme machen, ja, für ein Restaurant, Video. Das letzte Mal, dass ich mich informiert habe, war vor ein paar Jahren. Da haben die auch für eine Minute Restaurant-Video 2000 Euro genommen. Ja, klar. Sonst sind die Preise, ne? Und das ist, man sollte seine Leistung nicht unter Wert verkaufen. Lieber habe ich dann zweimal eine Absage. Ja. Aber macht dann mit einem Auftrag, der 2000 kostet, das, wofür ich dann fünf andere bräuchte, damit ich es sein zum Üben, dann ist es nicht verkehrt. Ne? Ich wollte gerade sagen, da hast du auch wieder jetzt was angesprochen. Ich würde sagen, zum einen auch bei so Geschäftsführern oder so Leuten, wenn die jetzt sehen, natürlich, das ist ein relativ junger Typ, ne? Zum Beispiel wie wir damals ja auch so kommen, wahrscheinlich gerade vom Studium oder machen das so nebenbei und sind noch im Startloch so, kann man ja auch sagen, okay, was die jetzt machen, ist schon cool und es reicht mir jetzt für das, was ich jetzt machen will. So, ich supporte das vielleicht auch mal, vielleicht auch auf lange Sicht, ne? Klar, kann man ja dann auch, wenn man Leute kennt, kommen ja in der Regel dann bei Kunden immer wieder Geschäftsbeziehungen zustande, weil die ja sagen, ey, es war cool, kannst du das nochmal so und so machen? Und dann wächst man ja quasi mit sich zusammen, man kennt aber schon die Abläufe, weiß, wie die andere Person drauf ist, dass alles klappt. Oder eben natürlich, du sagst, ja, ich möchte lieber gleich ein professionelles Ding, weil ich jetzt genau die Vision habe und das muss genau so sein, das soll jetzt nicht schlechter sein, das soll genauso werden. Und dann muss man natürlich gleich auch wirklich einen, ich sag mal jetzt, professionelleren Typ oder eine professionellere Firma dann anheuern und dementsprechend kostet das natürlich auch mehr Geld, das ist ganz normal. Aber in der Regel ist ja natürlich Werbung auch das, was ja den Leuten wiederum das Geld verdient. Deswegen sind ja Geschäftskunden gut und zum Beispiel haben wir jetzt bei den Filmen ja auch nicht das, ich sag mal, das Problem wie bei Fotografen, wenn dann so Privatleute kommen und sagen so, ja, wie sieht's aus, Familienshooting, ne, ja, was kostet das so, 50 Euro? Und so, naja, also für den Preis geht das nicht, sorry. Und das ist natürlich dann was anderes, als wenn ein Geschäftskunde kommt, der weiß, okay, mit den Bildern für die Webseite verkaufe ich jetzt, keine Ahnung, 5000 Produkte mehr oder so. Und dann hat er ja dann eine ganz andere Sache, wo er sagt, ja, was kosten die Bilder, 2000? Ja, okay, alles klar. Das ist ja eine ganz andere Mindset-Geschichte auch, ne? Ja, richtig, ne? Eins, das wäre dann nicht so gut, aber... Genau, nee, und das ist, glaube ich, schon dieses Grundding bei den Firmen, die man anspricht, die wissen ja in der Regel, wie ein Geschäft läuft, deswegen haben sie ja eine Firma und deswegen brauchen sie ja überhaupt ja ein Video. Mhm. Und das ist natürlich dann da, wo man dann zusammenkommt und ja, sie wissen, sie kriegen Qualität und wir wissen, okay, die haben ja in dem Sinne schon auch ein professionelles Business am Laufen, sonst bräuchten sie das gar nicht oder würden gar nicht sich umschauen nach so einem Produkt, was wir anbieten. Und so ist es ja dann auch wieder in der Regel eine Win-Win-Situation. Und ich meine, ja, diese ganze Sache von diesem Imagefilm ist ja auch so ein bisschen tot. Das war ja früher so modern, jetzt ist ja eher so Insta und TikTok viel oder eben auch andere Sachen, wo du natürlich auch Ressourcen frei machst, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt ein Schulungsvideo für meine, keine Ahnung, Mitarbeiter. Da muss ich nicht jede Woche mich jetzt treffen und muss mit denen das machen. Ich mache einmal das Video, ich kann es immer wieder zeigen. Das heißt, meine Zeit ist dann nachher frei. Ich investiere in das Video und dadurch habe ich ja die ganzen Stunden in der Zukunft gespart oder frei für andere Investitionen. Ich denke, das ist auch für Neueinsteiger, glaube ich, ein sehr guter Punkt, in welche Richtung man jetzt gehen könnte, weil ich kenne ganz viele Geschäftsführer, die praktisch ihr Mitarbeiter-Coaching oder das Einarbeiten neuer Vertriebspartner mit Online-Schulung machen, wo die sich dann, wo man so ein Portal hat, man geht da rein und hat dann, wie verkaufe ich das, wie rede ich beim Kunden und wie du sagst, dann haben die ganze Zeit frei. Das ist, glaube ich, auch so eine Richtung, die könnte man sich entwickeln, wenn man Bock drauf hat. Weil wenn man keinen Bock drauf hat, dann sieht man das auch am Produkt am Ende. Meistens, ja. Oder eben, es ist ja so eine Effizienzgeschichte auch, ne? Wie du es gerade sagst, du kannst natürlich dasselbe Coaching für die ganzen Mitarbeiter machen, immer wieder. Oder eben du sagst, ich investiere jetzt einmal, keine Ahnung, 2-3 Tage Zeit rein, ein bisschen Geld rein, mach es richtig gut, dann wirkt es auch nicht wie mit dem Handy aufgenommen in dem Büro. Ich würde mal ganz kurz zur Tür gehen. So, sorry, Post war gerade da. So, wo waren wir stehen geblieben? Das weiß ich auch nicht mehr. Okay. Der Schnitt muss das regeln. Gut. Ja, bei Mitarbeiterschulungen zum Beispiel ist es ja wirklich so, wenn du jetzt dann wirklich den Leuten das einmal erklärst und es jetzt nicht mit dem Handyvideo in so eine WhatsApp-Gruppe reinschickst oder jede Woche dann immer da in so einem Schulraum stehst und mit so PowerPoint-Präsentation durchklickst, ja, da kann es schon wirklich sein, wenn man da sagt, ich mache einmal jetzt ein richtig gutes Video, wo ich darauf achte, dass mir das Video das erklären würde, wenn ich nicht wüsste, worum es geht. Jeder hat ja mal angefangen in dem Bereich, klar, weil ne, zum Beispiel, wie verkaufe ich bestimmten Leuten bestimmte Sachen? Da gibt es ja Kniffe und da gibt es ja auch gute Selling Points, dass du auch weißt, okay, warum sollte ich dieses Produkt verkaufen oder wie bringe ich das an den Mann? Und wenn man das halt wirklich einmal gut macht, kann man das Video wirklich den ganzen Leuten weiterschicken oder zeigt das von mir aus auch in dieser Vorführung, aber du hast selber deine Zeit raus, du musst nicht immer wieder dort antanzen. Oder eben auch bei FAQ-Videos. Ich habe das auch schon erlebt, dass bestimmte Kunden mir gesagt haben, die haben teilweise pro Woche 3-4 Mal bestimmte Themen, wo es zum Produkt geht. Gerade bei so, ich sag mal, mittelständischen Firmen sind die ja dann oftmals auch selber zu erreichen und dann telefonieren die mit manchen Kunden eine halbe Stunde, mal eine Stunde, erklären ihnen das, weil gerade, du willst ja die Kunden ja auch nicht verärgern, aber manchmal nervt es ja, wenn dieselbe Frage zum 20. Mal von einem neuen Kunden immer wieder kommt. Da habe ich auch gesagt, okay, schreib doch einfach mal die ganzen FAQ-Fragen auf. Wir machen einfach ein richtig gutes Video darüber,
wo dann einfach wirklich so erklärt wird, hey, okay, übrigens die und die Fragen, weil du weißt ja schon, ne, was interessiert die Leute, weil du sitzt ja am Telefon und weißt ja dann dementsprechend. Ja. Und dann erklärt man das richtig gut. Und dann, wenn irgendjemand anruft, sagst du, hey, hier, ich habe auf der Seite den Link hier, guck dir das bitte an. Und wenn du dann immer noch Fragen hast, kannst du mich gerne anrufen. Und dann ruft in der Regel auch keiner mehr an. Gerade wenn du es natürlich auf der Webseite auch gut einbettest, dann spart er es auch schon mal 50 Anrufe. Und das ist ja eine Sache, wenn du das exponentiell betrachtest, wie viele Stunden du dann raus hast, die du dann wirklich nicht mit Telefon anrufen, die in dem Sinne unnötig sind, weil du es ja ersetzen kannst durch eine automatisierte Videoerklärung. Ja, das ist wirklich teilweise richtig krasses Potenzial, was dann wieder frei wird für andere Sachen, genau. Wie hat sich das Ganze mit YouTube denn entwickelt? Weil ich weiß noch damals, als ich zu euch gestoßen bin, das war 2017 im Sommer, da waren es 5000 Abonnenten auf dem Kanal. Und ich habe ja seitdem immer teilweise selbst geschauspielert und dann habe ich praktisch den Part Drohne übernommen, aber auch öfters behind the scenes, ne? Genau. Geht auch nicht immer, weil das ist mittlerweile so riesig, das schafft man auch nicht immer. Aber deshalb ist halt auch wieder wichtig, Netzwerk, dass man immer jemanden hat, der dann auch unterstützen kann. Ja. Erzähl nochmal was zu YouTube. Ja, genau, den Kanal gibt es ja seit 2012, also ist auch schon gar nicht erst seit gestern, sagen wir mal so. Und wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, du weißt sogar noch, wie viele Abonnenten das hatte, wo du mit uns geschrieben hast. Das ist krass. Ich meine, jetzt hat sich ja dann fast verhundertfacht. Das ist natürlich, also wenn das Video draußen ist, wird es sich verhundertfacht haben. Das ist schon eine krasse Zahl, wenn man das im Kopf hat, muss ich wirklich sagen. Und ja, die Anfänge waren ja wirklich, ich habe halt dort damals mit dieser Kamera angefangen. Das ist ja dann Hand in Hand gegangen. Und da hatte ich meinen Kumpel Tristan, der war ja bei mir aus dem Ort. Den ich kennst kenn das du Video. Als Otto Degen. Und genau, und da war das wirklich so, wir haben halt angefangen, die Videos zu machen, zuerst zu zweit oder früher auch mit anderen Freunden immer so ein bisschen. Und dann wurde es ja relativ schnell professioneller. Dann kamen nämlich Leute auf uns zu und meinten, hey, ich bin auch aus der Gegend, ich würde auch mitmachen. Oder ich habe hier zum Beispiel auch Requisite XY. Wir hatten ja damals gar nichts. Wir hatten ja gefühlt irgendwie so einen Stahlhelm und dann irgendwie so eine Software, die wir von einem Freund ausgeliehen hatten. Und da haben wir das ganze Zeug draus zusammengebaut. Und später wurde es dann immer mehr. Man hat gesagt, oh, ich kaufe mir noch das oder ich leihe mir dort das aus. Oder irgendwelche Leute haben was mitgebracht. Und dann hat das so eine richtige Eigendynamik entwickelt, weil ich glaube, die Leute haben gesehen, dass wir Spaß dran hatten und dass wir auch den Anspruch hatten, das gut zu machen. Ich meine, damals war ich auch immer noch vor der Kamera, weil wir waren ja meistens nur so 2, 3, 4, 5 Leute, dann war das halt notwendig. Sind die Videos noch öffentlich? Einige gibt es noch tatsächlich, ja. Okay. Und dann Kamera auf Stativ, ne, selber noch mitgemacht nebenbei, weil du einfach die Leute nicht hast, also heute unvorstellbar. Und ja, und dann kam dann immer mehr dazu. Dann habe ich ja irgendwann auch Adrian kennengelernt aus Baden-Württemberg. Der kam ja dazu und hat auch zum Video irgendwas kommentiert. Wir haben dann in Skype mal kommuniziert und haben dann unseren ersten gemeinsamen Film auch geplant. Das war dann Prenzlauer 45, wenn du den noch kennst. Damals ja. der Meilenstein 2016 kam der raus. Und bei der Way war das auch schon die erste Musikkomposition von Clemens Weinhold. Also Grüße an dich, Clemens, an der Stelle. Eigenen Musikkomponenten. Ja, der ist wirklich Filmmusikkomponist und der hat wirklich das Gefühl der Szenen immer so genau vor Augen. Das matcht sich auch mit dem, was wir halt immer so wollen. Auch das deckt sich so unglaublich krass und das spricht wieder dafür, wenn du halt was machst und du hast so zum Beispiel schon so 2, 3 Leute, mit denen du was machst und es hat schon an sich so eine gute Stimmung, du merkst, die Dynamik ist gut, das ist eine richtige Synergie aus den Leuten, dass du dann wirklich sagst, okay, der gibt das, der gibt die Energie und zusammen ist es noch viel mehr als die einzelnen, ne? Die einzelnen Bestandteile. Und das zieht natürlich in dem Fall auch wieder so Leute an, die dann mit uns auf einer Wellenlänge sind. Und wirklich, der macht ja bis heute, hat er jetzt gerade auch von Folge 11 die Musik komponiert und die ist so unglaublich gut an bestimmten Punkten. Es ist einfach so eine Gänsehaut, so eine Gänsehautfaktor, den man dort hat. Also ich staune halt immer wieder darüber, gerade wenn ich eine Weile dann im Schnitt das immer sehe, verliert man ja so ein bisschen diesen Hype. Du bist dann so maschinell und ja, okay, Emotionen werden dann, du hast es schon tot geguckt quasi. Und wenn du es dann 2, 3 Wochen nicht mehr bearbeitest und schaust es dann nochmal mit den anderen an und bist quasi wieder frisch vom Kopf her und schaust es wieder so wie ein normaler neuer Zuschauer nochmal an, dann kommen wirklich Wirkungen zustande, die man, gerade wenn man es jetzt mit Lautsprechern anguckt, ne, und halt im Fernseher und so, wo es richtig jetzt nicht auf dem Handy, dann kommt das so krass zur Geltung. Und wie gesagt, der ist auch schon seit dort dabei. Dann später kam ja Johnny noch dazu. Den haben wir auch seit 2017 oder was. Wir hatten das Thema auch letztens. Genau, war ja auch ein Filmemacher, der ja auch seine eigenen Sachen versucht hat und der ist ja dann auch quasi so mit in diese Truppe reingekommen, weil er auch gesehen hat, so ja, okay, die machen da schon was Cooles und dann haben wir uns auch alle gut verstanden und dann, okay, lass doch zusammen was noch Cooleres machen und dann war es auch schon nochmal die nächste Stufe und ja, so ging das ja dann quasi eigentlich weiter und dann, ja, irgendwann bist du auch mit reingerutscht, ne? Ich glaube, ich habe euch angeschrieben 2017, als es darum ging, ihr hattet noch keine Drohnenshots und da habe ich euch gefragt,
braucht ihr Drohnenshots? Weil ich hatte damals noch keine eigene Drohne, dann hatte ich Olli Schmidt. Das stimmt, ja, ja, auch mal mit dir. Olli hat die ersten Drohnen gemacht und ab dann habe ich das Ganze übernommen. Dann hatte ich die DJI Mavic Pro 2. Mhm. Genau, und ich glaube, dann, ab dann war ich fest immer mal wieder dabei, alle paar Monate. Ja. Immer nach Heidenheim runter, wo die, guckt ja jemand aus Heidenheim zu, die schlimmsten Autofahrer sind. Da kennt keiner, ich lasse dir mal vor und hier fahr gerne mal, so wie man das hier aus Südniedersachsen kennt. Aber Gesellschaft, ja. Genau, und so hat sich das dann halt entwickelt. Dann teilweise Social Media gemacht, ne? Aber es ist sehr interessant, wo die Reise noch hingeht, ne? Weil was sich wahrscheinlich auch viele fragen, ist, kann ich mit YouTube, gerade wenn man Millionen Aufrufe hat, das sind ja Millionen im Monat, kann ich damit gut Geld verdienen? Kann ich davon leben? Das ist wahrscheinlich auch noch so eine Sache, die sollte man mal klären. Gerade wir haben ja noch einen speziellen Fall hier. Ja, gute Frage auf jeden Fall. Klick ist natürlich heutzutage auch nicht gleich Klick. Der hat sich bei YouTube ja über die Jahre jetzt auch viel verändert. Ich meine, jetzt die paar Jahre bin ich jetzt ja auch schon dabei, seit 2012. Aber ja, das ist auch alles ein bisschen schwieriger geworden, würde ich sagen. Also jetzt generell hast du ja nochmal die Unterscheidung zwischen Klicks für Shorts und Klicks für normale Videos, also länger als 60 Sekunden. Und das heißt zum Beispiel bei Shorts verdienst du ja dein Geld nicht über Werbung, sondern du hast quasi einen Topf, wo YouTube sagt, da gibt es jetzt einen Fonds, der hat jetzt, keine Ahnung, eine Summe X drin und die wird dann quasi verteilt auf die ganzen Short-Aufrufe, die generiert werden in dem Land, zum Beispiel jetzt Deutschland bei uns. Und das heißt, das ist ja schon mal eine Sache, mit der du gar nicht wirklich planen kannst und die auch lächerlich gering ist. Das heißt, du hast ein Video und freust dich, ah, ich habe 25 Millionen Views auf den Short und ja, dann guckst du so, oh, es hat, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, keine Ahnung, 200 Euro jetzt verdient oder so und denkst so, wie viel müsste ich denn da verdienen? Also das Shorts ist halt nicht das Format, womit man jetzt wirklich viel verdient. Das ist, glaube ich, eher bei uns auch praktisch, weil wir haben ja quasi Filme und aus denen kann man ja Shorts rausmachen, um Leute wiederum die Sachen näher zu bringen. Dann sehen die Leute die Videos und sagen, ey, okay, cool, ich klicke mal auf den Kanal. Vielleicht ist das ganze Video, was ja länger als 60 Sekunden geht, auch gar nicht so uninteressant. Und dann die langen Videos, da verdient man ja in YouTube sein Geld theoretisch über die Werbeunterbrechung. Das heißt, du hast ja, keine Ahnung, alle 8 Minuten oder was kannst du da so eine Werbeunterbrechung machen. YouTube verteilt die ja auch von alleine schon immer rein. Du kannst sie dann auch noch an die richtigen Stellen rücken, dass natürlich nicht gerade in einer spannenden Sequenz gerade die Werbung losgeht, wo sie nicht so kommen soll. Inszenatorisch, ne? Ist ja dann auch traurig, wenn du deinen Film dadurch so ruinierst. Aber manchmal poppt das da auch automatisch hin. Und das heißt, dann schauen die Leute eine zufällige Werbung, das ist auch wichtig zu sagen, weil wir wurden auch schon mal von Leuten angeschrieben, ja, da lief Bundeswehrwerbung, warum macht ihr sowas? Oder da lief Werbung für dieses oder jenes. Ich so, ja, das wird ja durch eine Auktion von Google an die Werbetreibenden versteigert. Das bedeutet, wir haben darauf gar keinen Einfluss, nur an der Stelle als Nebeninfo. Und dann gibt es ja da verschiedene Sachen, unüberspringbare Werbeanzeigen, so Banner, dies, das, jenes. Aber darüber machst du ja in Anführungsstrichen deinen Umsatz bei YouTube hauptsächlich. Und der ist natürlich, ich würde sagen, ein bisschen unfairerweise auch sehr krass abhängig von dem Thema, was du behandelst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mache jetzt Beauty-Produkte oder ich mache jetzt, keine Ahnung, so Fashion-Sachen, wo du natürlich mit irgendwelchen Fashion-Brands oder mit irgendwelchen Parfümfirmen oder irgendwas zusammenarbeiten kannst, bist du natürlich werbefreundlicher eingestuft. Das heißt, du hast den Vorteil, dass du dann mehr Geld für dieselben 1000 Klicks kriegst, als natürlich jemand, der jetzt ein Thema behandelt, was jetzt YouTube vielleicht nicht werbefreundlich findet, aus ganz verschiedenen Gründen. Und das bedeutet wiederum, dass du für dieselben 1000 Klicks einmal 20 Euro verdienen kannst, auf der anderen Seite aber, wenn du Pech hast, auch nur 1 Euro verdienen kannst. Und das heißt, da ist natürlich dann immer schwierig zu sehen, wonach bewertet YouTube das jetzt eigentlich, weil es ist ja bei jedem Video anders wieder. Und ja, das ist natürlich dann auch die Sache, wenn Leute sehen, Alter, okay, Paralightworks hat hier, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt auf der einen Folge 3 Millionen Aufrufe, das müssen ja 100.000 Euro sein. Ja, Waffen und Zweiter Weltkrieg, sind halt Sachen, die sind wichtig, dass man Leuten mal zeigt, dass Krieg nicht geil ist in echt, dass man dann auch so rauskommt aus diesem Computerspiel-Mindset. Das schreiben ja auch viele junge Leute dann drunter, so, oh, ich habe endlich verstanden, Krieg ist nicht gut und so, nicht so, freut mich. Aber YouTube sagt dann, ja, aber die Bildungsbotschaft ist hier nicht so geil. Das ist hier, da kann ich gar keine Werbung groß reinschalten oder nicht die Werbung, die, wo ich wahrscheinlich die bestzahlendsten Kunden hätte, laut unserer KI oder wie das da vom Algorithmus berechnet wird. Und dementsprechend gebe ich dir jetzt nur 2 Euro für dieselben 1000 Klicks. Und dann siehst du natürlich jemanden, der sein Shampoo vorstellt und sagt, hey, hier, kauf mal ein Shampoo. Und dann kriegt jemand dafür halt 15 oder 20 Euro. Deswegen sehe ich so bei YouTube ein bisschen kritisch, dass die ja manchmal vielleicht ein bisschen zu krass reinfahren, weil du siehst ja an deiner Statistik trotzdem, was Werbetreibende auch dafür bezahlen. Und du siehst ja, was dann bei dir ankommt. Du hast ja den CPM, ne? Zum Beispiel Werbetreibende bezahlen, keine Ahnung, 7 Euro für 1000 Klicks. Und du kriegst am Ende aber zum Beispiel jetzt 1,50 Euro oder 2 Euro. Und dann sagst du, okay, schön YouTube, dass du die ganze Differenz abgreifst, aber
ist natürlich auch so ein bisschen an manchen Sachen ein bisschen unfair, würde ich fast schon sagen. Und was ich noch unfairer finde, ist auch, wie die Hürden gestiegen sind, wenn du jetzt neu anfangen willst. Weil viele von euch sind ja vielleicht auch gerade auf der Suche so, mache ich auch YouTube, mache ich nicht YouTube. Ja, und jetzt heutzutage ist es ja auch wirklich super schwer geworden, für neue Leute auf YouTube anzufangen. Weil früher konntest du, glaube ich, mit 1000 Aufrufen oder mit 1000 Abonnenten oder wie war das? Das war, nee, noch weniger sogar. Da konntest du es einfach monetarisieren irgendwann. Genau, ich glaube, 1000 war der Mindestwert. Und später war das dann für die Partnerschaft, also wo das dazugehört, ist es dann immer mehr geworden. Du musstest dann eine gewisse Aufrufanzahl noch haben, du musstest noch dieses und jenes machen und so viele Videos alle paar Wochen machen. Und heute ist es noch krasser geworden. Du hast mittlerweile auch noch Shorts und ein gewisses Pensum an Klicks, die du innerhalb von 90 Tagen auch erreichen musst, damit du das überhaupt freischalten kannst, so dieses Werbe, ne, diese Werbeeinnahmen und so. Und deswegen muss man wirklich sagen, also ein Rat an der Stelle, an alle von euch, die da vielleicht mit dem Gedanken spielen, YouTuber zu werden, ihr solltet es nicht machen mit dem Sinn, ich will damit Geld verdienen. So. Das ist halt der komplett falsche Ansatz und den hatten wir auch damals gar nicht, weil bei uns ging es wirklich darum, wir wollen Filme machen, wir wollen bessere Filme machen, wir wollen mit neuen Leuten, die wir übers Internet kennenlernen, noch krassere Filme machen und dass man selber so, sage ich mal, seine eigenen Ziele erreicht. Also ist eigentlich der Grundgedanke schon ziemlich idealistisch gewesen und es ist natürlich schön, wie sich das entwickelt hat, aber das war nichts, worauf du planen konntest. Und deswegen ist es heutzutage echt schwierig, wenn man jetzt nicht gerade wirklich eine ganz genaue Strategie hat und sagt, okay, ich habe diese Nische und keine Ahnung, bis in 3 Monaten will ich diese Aufrufzahlen, diese Abonnenten und dieses Ding haben, mit diesem Businessplan schaffe ich das, dann kann man das bestimmt auch schaffen. Aber die normalen Leute, die jetzt sagen, ich mache 3, 4 Videos und dann kriege ich hier, keine Ahnung, Sponsorings und irgendwelche Werbepartnerschaften, das funktioniert dann leider noch nicht so schnell. Aber wie gesagt, der stete Tropfen erhöht den Stein. Wie gesagt, wir sind jetzt ja auch schon über 10 Jahre im Spiel dabei. Nettes Nebenprodukt, dass es jetzt funktioniert. Aber ja, es darf nicht das Hauptziel sein, würde ich sagen, doch. Also wenn man mit YouTube das Ziel hat, Geld zu verdienen, sollte es darüber gehen, dass ich, sage ich mal, in die Beschreibung, sage ich mal, wenn ich zum Beispiel Kamera-Gear, auf Deutsch hier, Kameraausrüstung vorstelle, dass ich dann dazu Produktvideos mache, dann zum Beispiel Amazon-Partner werde und dann, sage ich mal, unten den Link in den Shop rein, zu Amazon reinsetze, solche Sachen. Oder wenn ich ein krasses Wissen habe, wie wir Filme produzieren, wie mache ich das, wie baue ich mir das auf, dass ich dann sage, okay, ich kann darüber Seminare verkaufen oder solche Sachen. Damit kann man Geld verdienen, aber ich würde es halt, wie du sagst, nicht wegen irgendwelchen Klicks machen. Das hat sich damals gerechnet, das war nicht verkehrt, da hatten wir hatten ja auch einen Kanal, der war auch 5-stellig von den Abonnenten her und dann hatten wir pro 1000 Aufrufe einen guten Euro. Kennst das Problem. In der Hauptzeit, ne? Ja. Aber in der Nicht-Hauptzeit waren das 70 Cent und dann mussten wir erstmal gucken, das Video hat 400.000 Aufrufe, so, aber dann bist du damit 350 Euro weggegangen. Ja. Das muss man erstmal schaffen, diese Anzahl, ne? Gerade bei der Konkurrenz heute. Ne? Ja, ich glaube auch, da hat natürlich das... Wie nennt man das Wort jetzt, dass es nicht gestrikt wird? Da hat ja auch die Zeit von vor 2, 3 Jahren, ne, wo dann alles so ein bisschen runtergefahren war und alle zu Hause gesessen haben, auch nur ein bisschen reingespielt, dass da viele Leute gesagt haben, ich habe eh nichts zu tun, ich beschäftige mich jetzt mal damit. Und dadurch, finde ich auch, hat YouTube nochmal einen echt krassen Zuwachs bekommen, was ja erstmal gut ist, weil mehr Wissen, mehr Leute, die was machen, kreativer Austausch belebt ja auch so ein bisschen so diese Community. Und ja, wie du schon sagst, gibt es natürlich dadurch dann auch bei vielen Arten von Videos auch viele Konkurrenten und gerade... Wie du sagst, es gibt ja wirklich verschiedene Sachen. Also ich habe ja erstmal bis jetzt nur über die Shorts und über die Werbeeinnahmen geredet. Aber du hast bei YouTube selber noch die Möglichkeit, so eine Art Kanalmitgliedschaft jetzt zu machen, was früher für Patreon oder andere außenstehende Plattformen war, hat YouTube ja für sich selber auch geschafft. Das heißt, du baust eine Community auf mit Leuten, die deine Inhalte gut finden und die sagen, hey, ich finde das, was der macht, klasse, ich supporte das, ich möchte ihm jetzt gerne, keine Ahnung, im Monat 2,99 € geben. So. Klar zieht sich YouTube natürlich dann auch so seine... Sachen ab, gut, so ist es halt immer, ne? Klar, die machen ja auch da nichts umsonst und dadurch gibst du dann natürlich den Leuten die Möglichkeit zu sagen, ey, ihr steht mal im Abspann drinne oder dieses oder jenes, ne? Oder ihr kriegt mal einen Post, wo jetzt mal für euch hinter den Kulissen gezeigt wird, hey, so und so, das ist jetzt der aktuelle Stand, hier mal ein Update, wir machen gerade diese oder jene Art der Videoproduktion oder Folge 11 ist fast fertig, wir sind im Sounddesign, habe ich auch mal so ein kleines Update gemacht. Oder eben, dass natürlich auch, wenn das Video rauskommt, die Leute, die das unterstützen, natürlich auch das vorher sehen, bevor es natürlich dann öffentlich irgendwann geht. Ist ja auch ganz klar, dass das natürlich unterstützt werden muss, wenn die Leute, die ja auch dann dadurch ja dich ja auch unterstützen sozusagen, ne? Mhm. So eine Community halt. Und dann hast du die Möglichkeit auch noch Merchandise zu machen. Das heißt, du kannst dann deine Hoodies, T-Shirts, Mützen und sowas designen. Und da hat YouTube, glaube ich, auch Partnerschaften mit verschiedenen Shops, wo du dann da die direkt unter die Videos verlinken kannst. Das heißt, die Leute müssen nicht von der Seite runter und auf eine andere Seite, sondern die können quasi das direkt unter den Videos, glaube ich, teilweise sehen.
Und dann ist natürlich das auch besser, als wenn du nur einen Link machst, hier Merchandise, hat ja keiner ein Bild zu, ne? Aber wenn er dann sieht, okay, hier ist dieser Pullover, den finde ich jetzt eigentlich gar nicht schlecht, den hole ich mal, ich supporte mal die Jungs ein bisschen, dann haben die es natürlich auch schlauer, wenn du es direkt integrierst. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Crowdfundings zu machen. Wenn du zum Beispiel sagst, du willst einen Film produzieren, der ist jetzt aufwendiger und wie gesagt, die YouTube-Einnahmen geben das ja nicht her, dass du damit jetzt so einen kompletten Film finanzierst. Das würde halt wahrscheinlich funktionieren, wenn wir dann, keine Ahnung, eine Million Abonnenten hätten oder jeder zehnte oder jeder hundertste Abonnent vielleicht mal einen Euro spenden würde, dann wäre es wahrscheinlich auch kein Problem. Aber sonst wird es halt schwierig und das heißt, du sagst, ich mache ein Crowdfunding, ich brauche für diesen Drehblock jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro, weil da kommen zig Leute aus verschiedenen Gegenden, da sind das schon mal 1.000, 1.500 Euro für Benzin, Diesel einfach weg. Dann sagst du, gut, die Leute kommen jetzt zu einem Drehort, der Drehort kostet vielleicht auch nochmal 200, 300 Euro oder jemand hat halt ein Waldstück oder irgendjemand kennt irgendjemanden, dann ist es jetzt nicht so wild. Dann müssen die aber, wenn die dort sind, auch schlafen irgendwo. Verpflegung. Ja, das heißt, genau, du brauchst eventuell so eine Art Airbnb-mäßiges Ding, wo du sagst, hier kann ich mal 5, 6 Leute unterbringen oder ein paar Leute können vielleicht noch im Garten zelten oder ich war auch jemand, der schläft gerne im Auto auch, weil du hast deine Ruhe, du hast alles da. Ich habe einen Schlafsack, so, ich bin ja eh auch gerne automäßig unterwegs, das ist kein Problem. Und kann man die Kosten manchmal auch ein bisschen geringer halten, einfach im Garten geschlafen. Aber das gehört halt dazu. Und dann, wie du es gerade schon sagst, Verpflegung. Die Leute müssen am Set ja was essen, was trinken, gerade wenn es warm ist, wie ihr heute jetzt zum Glück nicht. Aber sonst, ne, dann immer mal Cola-Kästen hingestellt, Wasserkästen hingestellt. Das wird halt, das ist halt weg. Das verschwindet einfach, weil Leute kommen, trinken. Dann hast du natürlich noch die Sache, hin und wieder kommen auch Leute, machen eine Flasche auf, stellen die irgendwo anders hin, dann stellt der eine halbvolle Flasche, die trinkt dann auch keiner mehr, weil keiner weiß, wem es gehört. Gehört halt alles dazu. Das ist wirklich nochmal so, Set-Leben ist nochmal so eine eigene Sache, wo du normalerweise auch eine Person hast, die dafür zuständig ist, so craftmäßig so die Leute zu verpflegen, vielleicht noch so Tische oder Zelte aufzubauen, dass die Leute auch sagen, hey Pavillon, du musst nicht verbrennen im Sommer, kein Problem, wir haben an dich gedacht. Musst du Pavillons erstmal haben natürlich, die musst du auch kaufen. Oder so Campingmöbel oder hier diese 24MX-Stühle, die man so kennt, diese Faltsachen sind sehr cool, haben wir auch gekriegt von zum Beispiel auch einem Zuschauer, der hat gesagt, ey, ich will euch unterstützen, was braucht ihr? Ich meinte so, ja, wäre halt nicht schlecht, wenn wir auch noch so ein bisschen Campingzeug hätten, dass wenn wir im Lager da die Leute sitzen und was essen, dass wir da mal so 3, 4 Klappstühle noch hätten und noch dies und das. Hat er gesagt, ey, cool, hole ich, kein Problem. Und das sind halt so die kleinen Sachen, die es dann wirklich im Endeffekt wirklich dann eine große Wirkung auch haben. Genau, ja, und jetzt die ganzen Leute an sich kommen ja in der Regel ja dann auch, weil sie Spaß an dem Projekt haben, weil die an einem coolen Projekt arbeiten wollen. Und dann sitzen wir da eben ein Wochenende zum Beispiel beim Shoot. Ich meine, du warst ja auch dabei. Du drehst was, du sitzt dann abends zusammen, guckst das Material durch, sagst so, Alter, cool, was wir heute gemacht haben. Und du siehst über den Tag hin, hast immer dieses Stresslevel, nur so, es geht halt langsam los, dann wird man produktiv, dann hast du manchmal das Mittagstief noch. Und dann geht es da wirklich so los, nochmal kurz vor Schluss. Du siehst, okay, die Sonne ist bald weg. Das heißt, wir müssen jetzt in den letzten 2 Stunden nochmal mehr schaffen als in den ersten 5 Stunden zusammen. Und es geht dann auch wirklich von alleine. Also die letzte halbe Stunde, bevor die Sonne weg ist, würde ich sagen, alle reden doppelt so schnell, alle bewegen sich doppelt so schnell, weil alle wissen, es ist wichtig. Und alle geben ihre Energie. Danach sind alle immer richtig erstmal down. Dann packt man die Sachen ein, fährt in die Unterkunft oder jetzt, ne, kommt ihr, keine Ahnung, bei jemandem zusammen. Und dann guckt man ins Material rein, macht sich eine Cola oder ein Bierchen auf und sieht so, okay, krass, mit den Shots jetzt so alles geworden, wie wir es uns gewünscht haben. Oder manche Sachen sind ja auch viel improvisiert, weil ne, das Licht steht anders oder irgendwas. Musst du halt beim Film auch viel improvisieren, aber der Shot ist halt wirklich gut geworden. Und du siehst, okay, wir haben das geschafft, was wir im Kopf hatten, durch die Kamera einzufangen und es jetzt auf den Bildschirm zu bringen. Und dann sind alle so gefühlt zufrieden, sterben dann manchmal auch einfach, schlafen erstmal die Nacht durch und dann am nächsten Morgen, gut, manchmal wird nochmal gedreht, klar, aber Sonntag ist ja dann meistens auch der Abreisetag schon wieder, weil viele ja auch weiter wegkommen, ne? Gerade hier Heidenheim oder eben auch von der Nordküste, wo wir auch ein paar Kollegen haben. Oder Irland. Ja, oder Irland mit dem Irland-Dreh, das war natürlich eine wilde Sache. Das war, glaube ich, der schlimmste Dreh, den ich glaube, wir alle zusammen jemals hatten, weil wir haben gefühlt innerhalb von 3 Tagen, plus einen Anreise- und einen Abreisetag mit den Iren, den ich jetzt noch hatte, Vorbereitung auch, aber 3 reine Drehtage gehabt, wo ich wirklich sagen muss, wir haben da so viel geschafft, wie manchmal in 5 Tagen nicht. Das natürlich bedeutet, du gehst natürlich auf 120, 130%, keine Ahnung, und musst da wirklich alles abverlangen und eben viele Leute, für die war es auch richtig anstrengend, zwar richtig warm auch. Und ja, ich hätte auch gerne mal eine Pause gemacht und so, aber ja, die hatten dann eben auch beim kreativen Part eben nicht so viel mit, aber die hatten viel von der Orga halt gemacht und bei der Regie. Und das bedeutet, du musst dich ja mit denen verständigen, die, ja, ja, Jungs, aber wir müssen das jetzt noch so machen und so machen. Ja, deswegen, also ein Filmdreh ist natürlich dann auch immer eine Sache, wo dann oft mal der Stresspegel auch oben ist, das muss man halt auch abkönnen. Und du musst dann eben auch in der Lage sein, dann eben taktische Entscheidungen auch treffen zu können, wo du sagst, okay, diskutiere ich jetzt mit denen oder sind wir schneller, wenn wir jetzt schnell durchziehen? Muss man dann abwägen, das ist ja wie bei allen größeren Sachen. Du musst halt gucken, ich habe da die Leute, ich habe da dies, das, wie puzzle ich die Sachen, das wird ja auch nicht immer chronologisch gedreht.
ja, der Ehrendreh war wirklich eine Herausforderung für alle und nochmal danke für jeden Einzelnen, der da war und uns da unterstützt hat, weil das war, da würde ich sagen, es hatte ein paar spaßige Momente auf jeden Fall, aber es war durchgängig schon, das Stresslevel war sehr hoch doch. Also ganz wichtig, das waren jetzt Infos, wie ich dann, wer anfängt im Filmbusiness, der braucht nicht ein Riesenteam oder so, das ist halt je nachdem, wohin es sich entwickelt. Ne? Zum Beispiel, ich mache meine Filme hauptsächlich alleine. So, wenn es mal was Größeres ist, dann zu zweit, aber das ist jetzt mal so ein Ausflug nach Paralight Works, wie das, sage ich mal, sich entwickeln kann. So, aber wie wäre, sage ich mal, dein Vorgehen jetzt, wenn ich starte? Wie würde es angenommen, du kaufst dir eine Kamera, dann ist halt die Empfehlung auch gleich, wenn ich vorhabe, damit Geld zu verdienen, dass man sich eine vernünftige Kamera kauft, ne? 2000 Euro, eine GH6 kann man sich zum Beispiel holen, aber dass man dann gleich die Entscheidung trifft, ich fange mit was Vernünftigen an. So viel braucht man von Anfang an ja nicht. Man braucht ja nicht irgendwie, es reicht ja, im Endeffekt reicht auch erstmal nur eine Kamera. Eine gute Kamera, eine SD-Karte, ein zweiter Akku ist empfehlenswert, vielleicht noch ein Licht. Aber wie wären denn jetzt so deine Schritte, dass du an deine ersten Kunden kommst, dass wir es nochmal ganz einfach festhalten, dass wir einfach mal den Startschuss geben? Okay. Also wenn ich jetzt das als Tipp formulieren würde an mein, keine Ahnung, 16-, 17-jähriges Ich nochmal, ich könnte jetzt nochmal so in der Zeit zurückreisen und sagen, ey, mach das bitte genau so und so und so, dann würde ich wirklich sagen, wie du es gesagt hast, fang mit einer gescheiten Kamera an. Es muss nicht die beste Kamera der Welt sein. Heutzutage kann gefühlt jede Kamera 4K, die meisten können jetzt sogar schon 10-Bit, was auch fürs Color Grading später wichtig wird. Am Anfang denkt man, sowas werde ich niemals machen wollen, da mache ich einen Filter drauf oder so. Wenn man dann vielleicht doch so semi-professionell professionell werden möchte, ist es dann auch auf jeden Fall wichtig. Das heißt, du brauchst eine Kamera, ein Aufsteckmikro oder hier selbst diese Anklipp-Mikros sind heutzutage auch so billig geworden. Du kriegst dafür 100 Euro welche, für 300 Euro welche, je nachdem, wie viel du ausgeben möchtest. Aber du kannst schon günstig anfangen. Bei Kameras würde ich auch sagen, die gehen ab 800, 900 Euro gehen die los. So eine bessere wie eine GH6 oder so, die kriegst du dann halt auch mittlerweile 1-2, glaube ich sogar schon. Das heißt, Kamera, Ton, also Mikrofon drauf und dann eben ein schönes Objektiv. Da ist natürlich dann auch wichtig zu sagen, mit was filmt man am meisten, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich hole mir jetzt hier zum Beispiel für die GH6 ein 25mm Objektiv, so mit dem kann ich relativ viel machen und vielleicht noch ein weiteres, dass ich mal eine Totale machen kann oder mal laufen kann damit. Und da kann man schon ganz viel mitmachen mit so ein, zwei Objektiven, du musst gar nicht so viel haben. Und dann ist natürlich wichtig, ein gutes Stativ zu haben, weil Kamera auf ein Stativ stellen ist halt, ne, macht man ja dann doch ab und zu mal. Das heißt, da auch mal mehr zu investieren später oder wenn man auch günstige Technik jetzt mittlerweile für 200 Euro schon kriegt, wo früher Sachen 700, 800 Euro gekostet hätten durch diese ganzen Small Rig und Neon, wie sie alle heißen, kann man schon echt viel Geld sparen, was aber trotzdem nicht nach zweimal Aufbauen kaputt geht, so, ne? Wo man sagt, damit kann ich jetzt auch mal 2 Jahre arbeiten oder 3 oder 5. Und also der technische Part, du brauchst nicht viel, du kannst auch bei Licht ganz wenig Einsatz bringen und sehr viel Ergebnis haben. Ich meine, wir sitzen hier neben dem Fenster, das ist halt, je nachdem wie man die Kamera stellt, für einen Film würde ich die Kamera natürlich anders positionieren, kann man aber dadurch schon viel rausholen. Also der größte Indie- oder so Independent-Filmmaker-Trick ist ja eigentlich auch, du machst irgendwelche Dialogszenen neben irgendwelchen Fenstern. So siehst du immer ganz viel in Restaurants, auch früher, ja, immer in Restaurants, dann immer von vorne drauf gefilmt, das eine Licht macht gratis deine Sonne, wie gerade bei so einem schönen, diffusen Tag wie heute. Oder du holst dir für 20 Euro so einen Reflektor, die günstigste Licht-Equipment-Technik, die du haben kannst, machst den auf, da drin ist so eine weiße Schicht drin, ein Diffusor, der das Licht weicher macht, hängst ihn einfach vor das Fenster, wenn man das Fenster nicht im Bild sieht, schon besseres Licht aus dem Nichts für 20 Euro, einfach top. Genau, dann würde ich sagen, das Wichtigste des Weiteren ist, dann hast du deine Technik beisammen, dass du was drehen kannst. Das Zweitwichtigste ist natürlich dann, Leute zu finden, die auch Bock haben. Weil du hast jetzt deine Kamera, cool, aber was filmst du jetzt? Das heißt, du musst jetzt quasi gucken, will ich irgendwas mit Model-mäßig machen? Weißt du, ich frage irgendeine Freundin, die halt vielleicht auch Bock auf sowas hat, ein paar Fotos machen, ein bisschen Videos machen. Oder ich frage einen Kumpel, weil der mit mir, keine Ahnung, einen Actionfilm drehen will. Ne? Wie bei uns damals hat das ja alles über so diese Action-Schiene angefangen. Wir wollten Stunts machen und hatten einen coolen Actionfilm gesehen. Das hat dich motiviert. Du gehst raus, du drehst irgendwas, probierst neue Sachen aus und du machst einfach. Und das ist, glaube ich, auch dann der nächste Schritt. Immer weitermachen. Das heißt, dann kommen vielleicht Leute und sagen, was machst du da eigentlich? Ist ja vielleicht nicht so geil, ne? Klar, es ist ja logisch, dass wenn du in deinem ersten Film bist, dass du jetzt nicht gleich ein Quentin Tarantino geworden bist oder ein Christopher Nolan. Das ist ja ganz klar. Aber das Wichtige ist, sobald du einen Stift in die Hand nimmst und halt ein Drehbuch schreibst, bist du halt ein Autor. Und ein guter Autor ist halt eigentlich nur dadurch auszumachen, dass er weiter dazu lernt, weitermacht, ein neues Ding schreibt. Vielleicht schmeißt er das Drehbuch sogar weg, keine Ahnung, aber schreibt dann noch eins und lernt halt. Und entwickelt sich stetig weiter. Bei der Kamera ja das Gleiche. Die Kamera ist ein Thema, du kannst da zig Jahre drin arbeiten, dir wird immer was Neues einfallen oder eine neue Idee kommen. Aber wenn du halt dranbleibst, kommst du ja zu diesem Punkt, wo du irgendwann da ankommst. Dass man nicht sich abschrecken lässt und sagt, oh,
ich kann jetzt ja nicht mir vorstellen, dass ich das jetzt alles machen muss alleine oder so. Aber das kommt dann halt dabei, während du halt dran bleibst. Und dasselbe auch bei Filmemachen an sich. Du drehst ein Video, du schneidest ein Video, guckst ein Video an, zeigst es vielleicht Freunden und dann machst du das nächste Video. Und in der Regel ist ja da auch eine Verbesserung da, wenn du halt dir Mühe gibst, Feedback kriegst und Leute sagen, ey, stell doch beim nächsten Mal die Lampe so hin oder mach doch die Kamera ein Stück mehr so. Oder du siehst ein neues YouTube-Video, wo der einen Tipp gibt und du sagst, ach, deswegen sah das bei mir so blöd aus. Okay, ich versuche das mal so zu machen. Und du kriegst die ganzen Sachen. Und dann ist natürlich die Sache, Kunden kriegen. Du hast dann in der Regel ja schon ein bisschen Portfolio aufgebaut, hast schon mal ein paar Videos gemacht, hast vielleicht einen YouTube-Kanal gestartet, ob monetarisiert oder nicht, ist dabei ja völlig egal. Oder gehst los, weil du dich für Autos interessierst, gehst zu einer Car-Convention und filmst coole Autos, ne? Leute sagen cool, danke und du hast was zum Zeigen, Win-Win-Situation. Und dann kannst du ja zu Leuten hingehen und kannst sagen, ey, guck mal, ich habe schon das und das gemacht, ich könnte mir vorstellen, du könntest das und das gebrauchen. Das heißt, du musst erstmal erkennen, wer könnte eine Zielgruppe sein, wo könnten die Videos, die du machen kannst, dem helfen. Und dann kommt man ins Gespräch und wie du es schon sagst, am Anfang auch so, ne, entweder sagen Leute ja oder nein und dann fragst du halt den Nächsten. Und irgendeiner ist gerade in dem Moment, wo er sagt, ich könnte jetzt genau ein Video über das Thema gebrauchen. Und dann sagst du, ey, genau das kann ich machen für dich. Und du fängst klein an und wenn du dann mehr Geld hast, mehr Erfahrung hast, mehr Technik hast, kannst du dann größere Videos und bessere Videos machen. Das ist halt einfach eine relativ, kann sogar eine exponentielle Sache werden tatsächlich doch. Wenn du die ersten Videos zum Beispiel, ne, für 100 Euro machst und dann nach ein paar Monaten bist du da, wo du sagst, ja, für 1000 Euro kann ich das machen, weil du vielleicht auch eine bessere Kamera, mehr Licht und mehr Wissen hast. Und dann guckt der Kunde sich die Videos an und sagt, ja, das ist es mir wert. Gute Investition. Und wer sonst noch mal eine kürzere Zusammenfassung sucht, der kann auch gerne auf meinen Kanal gehen. Da habe ich in einer halben Stunde nochmal praktisch genau das, was du sagst, auch nochmal cool. zusammengefasst. Praktisch mit Schritten untereinander gegliedert. Da kann man nochmal gucken, wie sind so die einzelnen Steps auch von praktisch, ich fasse den Entschluss, kaufe mir das Material, ja. Gründe Gewerbe, alles, was dazugehört, ist in einer halben Stunde abgearbeitet. Aber es ist natürlich immer nochmal schöner, sowas von jemandem, der das seit Jahren macht, sag ich mal, Einblicke zu bekommen. Weil es ist immer viele Blickwinkel. Bei dem einen versteht man es besser als bei dem anderen. Und, aber es sind gute Punkte dabei gewesen. Ich würde sagen, wir haben soweit alles geklärt. Das freut mich. Und sehen uns dann auf dem nächsten Dreh bei Paralightworks. Genau. Und liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.